habt wieder Spaß dabei und Kanal liken und abonnieren wäre genial. In diesem Sinne, bis dahin. Ja, das ist schon ein herrschaftliches Herrenhaus. Das muss ich schon mal so sagen. Aber hier ist auch alles verbarrikadiert. Ich verstehe gar nicht, warum sowas hier so lange leer steht. Durch diesen coolen Wasserhahn. Toll, oder? Toll, alleine war ich schon lange nicht mehr unterwegs. Es wird mal wieder Zeit. Wie viel machst du erstmal ein feines Kockerli, meine Gute? Machst du erstmal ein feines Kockerli, meine Gute? Ja. So, jetzt guckt euch das mal an, Leute. Was das eigentlich für eine geniale Villa ist, oder? Ein kleiner Gartenteich. Keine Fische mehr am Start hier. Da drüben sind noch mehr Hallen, seht ihr das? Da drüben. Das werden wir dann mal rübersteuern. Aber schon imposante Bude, ne? Die Dicke hat Spaß. Die hat immer Spaß auf jeder Last Place Tour. Da könnt zur Dorfzinni mitkommen und jetzt ist sie mit dabei. Mein treuer Begleiter. Durch dick und dünn. Durch dick und dünn, Meisel, ne? Ja, das ist noch Metalltor. Können wir mal reingucken gehen? Das sieht schon mal aufgebrochen aus. Weihnachtsbäume. Holy moly. Na, hier ist noch ein bisschen was los. Ein gutes Fahrrad. Ein gutes Fahrrad. Das war hier wahrscheinlich mal noch ein Lager und so. Was haben wir denn hier? Karosserie und Fahrzeugbau. Okay. Ich glaube, das muss ich wieder pixeln. Meine Güte, das sieht ganz schön lustig aus, du. Okay, wir müssen dann deine Füße wieder kontrollieren. Auf alle Fälle ist ja mal allerhand noch was zu sehen. Hörst du, wie jetzt bei der kleine Hund vorne? Also entweder kommt jetzt hier jemand her oder. Wollen wir mal hier hinten weitergehen, Diggi? Also hier haben wir da irgendwelche Poster. Was ist denn das hier? Grünmaus-Karosseriebau. Guck mal, die haben ja tatsächlich Züge restauriert. Also Freunde, glaube ich, dass das gar kein... Oh. Hier ist schon die Decke eingestürzt. Was denn, hast du Angst? Hast du Angst vor deinem Fröhlich? Also wisst ihr, meine Lieben... Boah, geile Halle. Das wäre doch mal ein Spot, oder? Schränke und so. Ich habe natürlich alles eingepackt wieder, aber die Taschen habe ich vergessen. Aber ich denke, ihr werdet trotzdem was sehen. Die Halle ist noch so stabil, ne? Ja, mit der Halle kannst du echt noch was anfangen. Ja, Haufen LKW-Radkästen. Und welche Lampenträger hier noch drin. Und hier hinten wird noch mehr Müll stehen. Ersatzteile etc. Ah, da vorne kommen wir wieder vor. Okay, hier haben wir noch ein paar altertümliche Ziegel. Die könnten sogar von der Villa sein. FG3.
Geile Ecke eigentlich hier hinten. Ist das schon, wollen wir mal hier rein? Oh, das ist eine geile Halle, Alter. Das ist eine geile Halle, oder? Und die ist noch richtig top in Schuss. Ne? Draußen sind die Scheiben neu gemacht, aber oben das Blechkleid ist noch vom Feinsten. Du kannst jetzt zig Autos und Hebebühnen reinstellen und übelst abgespacete Partys feiern. Das ist schon geil. Fühle ich total. Fühle ich total, ey. Jetzt muss ich euch mal was Magisches zeigen. Ja, mein Hund ist unmagisch, aber guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Geil, oder? Das ist doch mal ultra. Ja, du bist die Schönste. Boah. Hat was irgendwie. Finde ich richtig fett. Ist auch noch richtig Betrieb. Also ich muss ja sagen, die haben hier oben wahrscheinlich sehr viel Sport getrieben. Guck mal, das Teil war sogar noch eingepackt, ja? Oh, Weihnachtsbäume. Mann, die ganzen Weihnachtsbäume hier. Gesehen? War das der Milan? Milanovic? Mein Freund Milanovic aus Tschechien? Vivi eilt immer voraus, hat irgendwas gewittert. Was ist denn los hier, Vivi? Hast du wieder Schiss, du Weichei? Hier liegen ja auch Haufen Inseln in Bildröhren, was auch immer hier die Inseln in Bildröhren zu suchen haben. Keine Ahnung, du. So, Freunde, also wir haben gerade mal einen kleinen, ich habe gerade mal einen kleinen Pfotencheck gemacht bei Phoebe. Weil wir waren halt schon spazieren. Sie hat keine Verletzung an den Füßen, aber dafür Kaugummi zwischen den Pfotenklemmen. Also für alle, die gerne ihren Kaugummi auf die Straße schmeißen, lasst es doch einfach bleiben. Es ist scheiße. Alter, hier gefahren wir rum, sag ich immer. Männerlokus! Jo, China geht's im Geschehen. Jetzt werden wir den hier noch so alles Schönes finden. Hier wäre auch die Tür offen gewesen, Alter. Hier hätten wir vielleicht auch durchlaufen können. Naja, gut. Ja, wie wollen wir erstmal hier reingehen? Ich bin hier ein bisschen überfordert gerade. Phoebe, kommst du mit? Gehen wir hier erst rein, ja? Kommst du mit? Kommst du mit? Du alte Kuh. Ich liebe meinen Hund. Habe ich euch das schon gesagt? Habe ich noch nicht erzählt, oder? Ich liebe meinen Hund. Ah, Phoebe, du bleibst hier. Du bleibst hier. Hierher, Phoebe. Fräulein, hey, komm raus. Komm ab. Komm raus. Hier sind echt zu viele Scherben. Oh, nochmal ein Lager. So, jetzt habe ich nochmal bei Phoebe abgecheckt. Phoebe hat tatsächlich nur Kaugummi zwischen die Pfoten kleben. Das ist natürlich auch nicht so cool. Aber na gut. Boah, hier haben die Leute auch ganz schön Dreck reingekommen. Aber meine Achse. Samt Motor. Was könnte das denn sein, Leute? Was könnte das denn sein?
Ich werde jetzt mit Phoebe wieder hier raussteuern, weil das ist jetzt einfach zu krass hier. Wir haben alles gesehen und wenn das Video morgen noch hochgeladen wird, dann bin ich wahrscheinlich an Malaria gestorben oder ich weiß es nicht. So viele Mücken, so krass hier. Selten, dass ich das so erlebt habe. Zecken, Mücken, ich muss dazu sagen, Hut ab an das Zeckenmittel von Rossmann. Es bringt einfach mal gar nichts. In diesem Sinne, scheißt in die Rinne. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Guckt euch das mal an. Hier ist ein Gebäude nach dem nächsten verfallen hier. Aber alles solche unglaublich imposanten Gebäude eigentlich, ne? Naja, das ist ja, die sind ja alle teilweise 100 Jahre alt, ne? Die Jägerkaserne war ja, ich glaube im April 19 oder so, war die 100 Jahre alt. Das ist jetzt verkauft worden. Und da haben sie jetzt zugemacht, das Schild zu verkaufen weg. Also das wird irgendwie gerettet. So Leute, hier habt ihr mal, ich seht mal David, unser Zuschauer, der wird uns jetzt bestimmt öfters einmal begleiten bei einer Tour hier in der Umgebung. Und jetzt gucken wir mal, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Leute, das sind die Gebäude, die haben sie schon mal saniert. Die haben auch alle hier zu dem Militärgelände gehört. Die Buden dort sind auch saniert. Hier ist auch was drin. Hier ist noch leer. Leer, 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 leer. Und dahinter die ganzen Villen, die ihr vor uns habt gesehen. Und jetzt haben wir uns gerade ausgemacht mit David, wir werden hier nochmal ein separates Video drehen. Und dass wir mal hier überall auf diese Glockentürme kommen oder was das hier ist. Das müssen wir auf alle Fälle mal ein Video machen, wir wollen ja rausfliegen. Oder was sagt ihr dazu? Na, wir watscheln mal weiter hier.